Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Witcher 3 und wir sind endlich auf Skellige angekommen. Der König ist tot, lang lebe der König. Nicht nur auf Skellige angekommen, sondern auch bei der Zivilisation, bei den Skelligern. Trifft dich beim Eingang zur Burg Kehrtrolde mit Yennefer und das erste, was wir hier miterleben, ist quasi, oder miterlebten, ist quasi der Tod des Königs, der nun, naja, da hinten irgendwo auf den, in den ewigen Jagdgründen wäre er falsch, auf dem Meeresboden verweilt. Zumindest das, was von ihm noch übrig ist. So, und wir machen mal das, was wir immer tun. Wir leihen uns mal Dinge aus. Trockenfisch, Zwergenschnaps, alles gut. Schnaps, die brauchen wir eh ein bisschen. Werden wir immer brauchen. So, hier vielleicht noch. Ich meine, wenn wir hier schon am Lagerhaus sind irgendwo, also nicht Lagerhaus, sondern am Hafen sind, dann können wir ja auch mal gucken. Also mit den Fingern gucken natürlich. Freunden zeigen wir das Herz, Feinden die Axt. Merkt ihr das? Das merke ich mir, oh Mann mit den prächtigen Widderhörnern. Kein Nordling wird jemals die Insel verstehen. Dies ist Skellige. Ho, ho, ho. Freunden zeigen wir das Herz, ja. Feinden die Axt. Merkt ihr das? Ja, und wir wiederholen uns zum Glück nie. So, ich würde sagen, wir schauen uns ein bisschen um. Hallo, Schildmaid. Ein Nordling. Ja, so bin ich, so kennt man mich. Oh. Alfreas Titten. Also, letzte Nacht war. Puh. Also Titten scheinen auch hier sehr beliebt zu sein. Ob der so stark ist, wie er aussieht. Hilfst du einem Mann in Not? Was ist denn los? Tut mir leid, dich zu belästigen, aber ich habe keine Wahl. Auch er scheint ein Nordling zu sein. Worum geht's? Mein Schiff ist beim letzten Sturm auf die Felsen aufgelaufen. Ich hab alles verloren. Wie soll ich dir da helfen? Ich hab nicht mal das Geld für die Heimreise. Und mit jedem Tag Verspätung bin ich näher am Bankrott. Hm. Ich hätte mir denken können, dass es um Geld geht. Willst du also einen Kredit oder Almosen? Ich werde es dir bis auf den letzten Kopper zurückzahlen. Ich schwöre. Du musst mich nur in Novigrad besuchen. Also, er macht nicht den Eindruck eines Bettlers. Er hat es geschafft, hier rüberzukommen, muss also mit irgendeinem Schiff gewesen sein. Entweder hat er 1000 für die Überfahrt bezahlt oder er hat selber ein Schiff. Er hat einen Händlerscappy auf. Das wird er sich wahrscheinlich nicht leisten können, auch nicht für die Überfahrt. Also glaube ich ihm einfach mal. Deswegen, 150 tun uns nicht weh momentan, deswegen komm. Gut, ich helfe dir. Ich bin oft genug in Novigrad. Da komme ich mal vorbei und schaue, wie deine Geschäfte laufen. Danke. Du findest mich im Hafenviertel. Johann Bohner heiße ich. Bis dann also. Und das hätte er uns jetzt im Nachhinein nicht sagen sollen, sondern eigentlich im Vorhinein. Also, ich hoffe mal darauf, dass aus den 150 vielleicht, naja, 300 werden, was eigentlich auch Wurst wäre. Hört sich jetzt doof an, aber wir haben ja, uns geht's ja nicht schlecht. So, ich schaue mich noch mal ein bisschen um. Hier sind wir immer noch am Hafen. Dort raucht ein Krieger sein Pfeifchen. Geh mir aus den Augen! Ja, 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 ja. Huch. Nein, das mache ich nicht. Das sind arme Skelliger, wie es aussieht. Ich weiß es gar nicht. Sind zumindest keine Krieger, sind wahrscheinlich nur arme Fischer, wohnen in einer schiefen Hütte. Ich mach das nicht. Wie gesagt, es geht uns ja gut. Wir sind auch nicht auf Klauen angewiesen. Obwohl mir die Perle schon ganz gut gefallen hat. Also die in der Kiste, meine ich natürlich. So, das hier scheint wirklich einfach so, scheint so ein Hafenhütchen zu sein. Ist ganz cool. Mit den Feuern da unten so ein bisschen eingelassen. Und überall schläft man hier. Da ist ein Regal. Ich schau mal ganz kurz, vielleicht haben die ja ein Buch, was ich mir leihen kann. Nein, ich klaue jetzt hier nichts. Nein, das mache ich nicht. Hab gerade überlegt, nein, das mache ich jetzt. Ausnahmsweise. Nein. Nicht ins Feuer latschen. Die haben zwar ein größeres Haus, aber trotzdem. So. Wo müssen wir hin? Wir müssen da nach oben irgendwo, aber ich möchte mich noch ein ganz kleines bisschen unten umschauen. Hey da, Hexer. Du suchst nicht zufällig
Arbeit? Bjork, worum geht's denn? Hör mal, Hexer. Ja. Wir haben ein Problem mit Muire Diablen. Du weißt schon. Ertrunkene. Das könntest du mit deinem Silberschwert bestimmt lösen. Hört sich gut an. Lass mich raten. Sie zerreißen euch die Netze, fressen euch die Fische weg und greifen gelegentlich einzelne Bootsleute oder späte Tavernengäste am Ufer an. Wenn's das nur wäre. Die Biester in der Bucht sind schlimmer als die auf dem Festland. Sie jagen von früh bis spät. Sie greifen Fischer ebenso an wie Krieger. Das Meer spuckt sie irgendwann wieder aus. Rüstung ruiniert, Eingeweide gefressen. Seltsam. Gibt es Zeugen? Meinen Lehrling Rurik. Der war auf einem Boot, das die Muire Diablen angegriffen haben. Und Toves Mann wurde getötet. Sie lebt in der Nähe, ein Stück rauf. Sonst fällt mir leider niemand ein. Wer den Biestern begegnet, legt selten wieder Heile an. Gut. Reden wir zuerst über meine Bezahlung. Etwas zu bescheiden für meinen Geschmack. 250, na, da geht aber noch einiges. Hier kommen 300. 300, sind wir uns einig, ne? Das ist ein bisschen reichlich, Meister. Naja, alles andere ist ein bisschen schäbig, mein Freund. 290, also tiefer kann ich kaum gehen. Das ist ein bisschen reichlich, Meister. Hör mal, ich habe 7 Frauen und 25 Kinder. Ich muss doch gucken, dass hier ein bisschen Butter auf die Stulle kommt. Das ist ein bisschen reichlich, Meister. Und der hat auch nur diese eine Makroaufnahme. Ja gut, 270, tiefer gehe ich nicht. Das ist ein bisschen reichlich, Meister. 260? Unfassbar. Ganz schön teuer. Was? Aber das ist es wohl wert. Arschloch. Gut, ich zahle dir, was du haben willst. Das ist ja unglaublich. Ich übernehme den Auftrag. Mit Ertrunkenen hatte ich schon oft zu tun. Es ist bald vorbei. Mein Wort drauf. Gut, verfolgen wir erstmal diese Quest. Schnitzer, ich muss jetzt genau hier hin. Ach ja, der Lehrling. Rurik, stimmt's? Ich habe gehört, dass du auf dem Boot warst, das die Ertrunkenen angegriffen haben. Ja, das stimmt. Mit Ulf, meinem Cousin. Wir haben die Krabbenfallen von den Kiera-Klippen geholt. Ulf zog an einer Leine, es ging schwer. Ich dachte schon, toll, der Käfig muss voll sein. Klasse Fang. Da hat was zurückgezogen, nach unten. Ein Ruck. Und Ulf war verschwunden. Ich habe ihn gerufen. Einmal, zweimal, dreimal. Dann wurde das Wasser rot. Und ich roch etwas Furchtbares, Verrottetes. Noch schlimmer. Und die Muire Dieplin warfen das Boot um. Ich weiß nicht mal, wie ich es an Land geschafft habe. Freya muss über mich gewacht haben. Das oder die Monster waren schon satt. Danke für die Geschichte. Hört sich unüblich an für die Ertrunkenen, die wir so kennengelernt haben. Da oben ist übrigens wieder so ein Jobboard. Jetzt sollen wir hier irgendwas überprüfen. Hier. Plötze, du steckst dahinter? Nein, wir reden mit der Skelligerin, die weiß offenbar mehr. Bist du Tove? Ich habe gehört, dass Ertrunkene deinen Mann getötet haben. Da hast du richtig gehört. Erst haben sie meinen Sohn geholt. Dann meinen Mann. Jetzt bin nur noch ich da. Unser Sohn Quile ist nicht vom Fischen zurückgekehrt. Mein Mann ist jeden Abend zu den Kiera-Klippen raus, um nach dem Boot zu gucken. Ich habe ihm gesagt, dass er ihn nicht wieder lebendig machen kann und dass er sein eigenes Leben riskiert. Wir hatten von den Ertrunkenen gehört. Aber er konnte nicht stillsitzen, nahm seinen alten Mantel und ging. Eines Abends ist er nicht heimgekommen. Ich habe meinen Bruder geholt und eine Fackel. Dann sind wir ihn suchen gegangen. Die Muire Dieplin, die Meerteufel. Sie hatten ihn so übel zugerichtet, dass ich ihn nur am Mantel erkannt habe. Schlechter Trost, das weiß ich, aber das Ertrunkenenproblem seid ihr bald los. Versprochen. Leb wohl. Ob das wirklich Ertrunkene waren? Erkunde das Gebiet. Ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen. Ich kann mir das mit den Ertrunkenen gar nicht so richtig vorstellen. Vielleicht... Wie weit ist denn das jetzt? Erkunde das Gebiet. Komm. Plötzli, Schmötzli. Kommst du her? Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es nur Ertrunkene waren, weil dafür die Quest einfach zu storylastig ist. Dafür, dass wir ein paar lumpige Ertrunkene umbringen sollen?
Komplätze. Wir schauen nach, was da los ist, bevor es noch jemand anders trifft. Wer ist das denn da oben? Langsam. Offenbar eine Schildmaid, oder? Ich park mal wieder aus. Lauf, Plätze. Schön mit dem Dörfchen da unten. Okay, dann reiten wir mal nach rechts. Hier. Vorsicht, Plätze, hier ist kein Weg mehr. Ganz vorsichtig, Kleiner. Kleine. Plötze ist immer weiblich. Ich vergesse das immer. Weil Plötze sich so männlich anhört. Ich würde keine Dame Plötze nennen. Mach langsam. Noch ein Opfer. Und wir haben gleich noch ein paar Ertrunkene dabei. Der Gestank. Das sind Ertrunkene. Das Nest muss in der Nähe sein. Also doch ertrunken. Ich hätte gedacht, da steckt vielleicht noch mehr dahinter. Komm schon. So. Oh, wie nett. Kriegen wir gleichzeitig noch ein bisschen Loot dazu, da... Geht der Gestank irgendwo hin? Was ist das? Achso, das sind natürlich wieder ein bisschen Blutmoos. Was ist das? Achso, Hornblatt. Ja, ja, natürlich. Yippie, yeah, yeah, yippie, yippie. Wie konnte ich das vergessen? So, wir folgen mal dem Duft. So beginnen wir unsere Abenteuer auf Skellige damit, dass wir erst den kleinen Bürgern helfen und nicht ausgelassen an des Königs Totenbuffet uns laben. Na nü. Hallo? Hier ist eine Höhle? Ach, warte mal. Musik hier. Es ist sehr dunkel. Eieiei. Und ich hoffe, wir können gleich auftauchen. Heilige. Voll erschrocken. Hör auf. Schon wieder dieser Gestank. Schleim und verrottender Fisch. Na nü. Oh, noch mehr getrunken. Hurra. Ich habe mir selber keinen Gefallen getan, war ich zu nah dran. Hä? Wieso ist der plötzlich wieder voller Energie? War der nicht gerade noch down? Na, das kann ja was werden. Vielleicht sollten wir erstmal... Ich möchte nur nicht unbedingt hier nächtigen, ehrlich gesagt, aber wir müssen leider eine Stunde meditieren. Gut, da kommt keiner wieder. Ein Stück rostige Rüstung zerfällt mir in den Fingern. Hier sind wahrscheinlich noch Pilze. Natürlich, die guten Sewandpilze. Kein Kartoffelbovis. Aber sicher nicht das eines Ertrunkenen.
Na, sag ich doch. Stellen am Hals, Kehlkopf zerstört, erwürgt. Na, sag ich doch, da steckt mehr dahinter. Ein ganzes Schwein, ernsthaft? Fast unberührt, für später versteckt. Ertrunkene tun sowas nicht, wollte Gerald gerade sagen. Da ging mal die Sprache aus. Vielleicht unberührt, für später versteckt. Ertrunkene tun sowas nicht, wollte Gerald sagen. Druckstellen am Hals, Kehlkopf zerstört, erwürgt. Irgendwas quietscht hier und hier drüben kommen wir durch. Da hat jemand offenbar sich verbarrikadiert. Können wir Spaß haben, das Gas da anzünden. Naja, so viel Spaß war das jetzt auch nicht, aber... Wir kommen gar nicht ran an die Leichen. Die sind offenbar alle auch... Ja, da müssen wir durch. Druckstellen am ja, gut. Kehlkopf zerstört. Erwürgt. Da kommen wir auch nicht durch wahrscheinlich. Dann probieren wir es mal hier. Bootsreste, zerrissene Segel und Leinen. Seglerdekor, könnte man denken. Der Gestank, die Spuren an den Leichen, das muss das Lager eines Wasserweibs sein. Die haben einen guten Geruchssinn. Sie wird nicht wiederkommen, solange ich hier bin. Das heißt, sie lebt ja mit Ertrunkenen zusammen. Vielleicht kann ich mir aus deren Drüsen einen Extrakt zubereiten, meinen Geruch damit überdecken. Abaya heißt sie. Abaya, Abaya. Abaya, Abaya. Abaya. Haben wir hier Abaya irgendwo? Ach, da, Abaya. Entschuldigung, gleich am Anfang. Die Bucht vor Kertrolde hat einen üblen Ruf. Bisweilen kamen die Fischer nicht zurück, die darin ihre Netze ausgeworfen hatten. Steuermänner wurden von ihren Langschiffen gezogen oder die Schiffe selbst wurden umgeworfen. Die Einwohner schrieben dies den Meeresteufeln zu, so nannten sie Ertrunkene. Die Wahrheit war jedoch viel schlimmer. In den Höhlen am Fuße der Klippen von Kierak hatte sich ein Wasserweib eingenistet, und zwar eins von der alten, erfahrenen Sorte. Mit Klauen, denen kein Block und keine Parade widerstehen konnte, und der Fähigkeit, Gegner aus der Ferne zu blenden, um dann blitzschnell zuzuschlagen. Der Hexer würde Zeichen brauchen, um das Monster zu besiegen, Irden, um es zu bremsen, und Quen, um sich vor den Hieben zu schützen. Vor allem aber würde er Glück brauchen. Nordwind? Haben wir, glaube ich, noch gar nicht, oder? Nordwind? Weiß ich gar nicht. Nekrophagenöl, Quen und Igni. So, der Auftrag wurde aktualisiert. Bereite einen Trank aus ertrunkenen Pheromonen zu und verwende sie, um deinen Geruch zu maskieren. Muss ich gerade selber nochmal ganz kurz gucken. Das können wir hier ja eh nicht machen, oder doch? Ah, doch. Wenn du im Handelsfenster sehen willst, welche Komponenten... Wähle eins aus und führe die Aktion anheften durch. Okay. Ja, so lalalala. Wo haben wir denn das? Wasservibe-Absud wäre vielleicht auch gar nicht mal... Eher so Nekrophagen, ne? Haben wir Nekrophagen-Absud überhaupt? Nein, haben wir nicht. Na gut. Blaues, grünes, rotes Muttergehen. Ach, rot können wir auch wieder machen. Das ist natürlich sehr schön. Alkohol, Bomben, Teufelsprovist, verbesserter Drachentraum. Wäre eigentlich auch nicht so schlecht. Aber bevor ich irgendwas mache, ertrunkenen Pheromone. So, damit haben wir die. Verbessertes Samum. Zack. Drachentraum. Teufelsbewusst entlässt beim Detonieren eine Giftwolke. Zack. Können wir auch mal machen. Und der Verbesserte kommt gleich hinterher. So, einfach nur damit wir was gemacht haben. Hier oben. Die Mutagene können wir später machen. Und das hier mache ich auch mal kurz. Was wir haben, haben wir. So, sonst brauchen wir ja, glaube ich, gar nichts. Die Mutagene, wie gesagt, können wir später machen, nach Bedarf. Auch hat keine Nachteile, wenn wir es jetzt machen, aber egal. Erhöht die Sauerstoffversorgung unter Wasser um 50%, verbessert das Sehvermögen beim Tauchen. Das hätten wir vielleicht mal machen sollen. Beim Hertauchen, vielleicht beim Zurücktauchen. Der Wasserwal. So. Jetzt müssen wir ganz kurz gucken.
Ich dachte, jetzt wird die Quest aktualisiert, aber wir haben so viele Tränke, dass ich echt gucken muss, wo sind denn hier überhaupt... Was haben wir denn hier für Dingens? Verbesserte Kartätsche und verbesserte... Ah, hat er gleich ersetzt. Sehr gut. Wasservibe Absud. Ertrunkenen Pheromone. Kann ich die einfach so... Ertrunkene greifen den Hexer nicht an. Das ist sehr gut. Ach, bei den Bomben kann ich die gar nicht. Okay. Statt Katzenauge auf F habe ich die jetzt. Ich hoffe, ich kann mir das merken. Und das hier war Tanzender Stern. Ich gehe nochmal ganz kurz ins Bestiarium. Bestiarium. Ich schaue mir die alte nochmal ganz kurz an. Schnucki, wo bist du denn? So. Nekrophagenöl, nicht Wasservibe. Obwohl sie ein Wasservibe ist. Ja, verstehe ich nicht, aber gut. Nordwind haben wir leider noch gar nicht. Na gut. Komme ich denn da schon irgendwie durch? Hier so? Soll ich das verbrennen oder? Nein, offenbar auch nicht. Komisch. Vielleicht öffnet sie dann erst ihren Krams, wenn wir bereit sind durchzugehen. Ah, guck mal, gut, dass ich noch mal geguckt habe, was hier ist. Und noch, alter Schwede. So, dann würde ich sagen, wir probieren es mal gleich. Da ist noch eine Kiste, wie es aussieht. Ich hab fast das... Da war doch gerade was Rotes. Ich hab fast das Gefühl, Skellige will uns reich machen. Wir finden hier so viele Sachen. So, pass auf. Ich probiere mal Folgendes. Ich speichere jetzt mal und drücke mal F. Das müsste reichen. Und jetzt auf die Lauer gelegt. Hinter den Booten. Okay. Versteck dich im Schlupfwinkel. Na, da waren wir ja gerade. Oh, jetzt. Jetzt gilt es. Da ist sie. Okay, lalalala. Ich bleib mal bei Igni. Wir brauchen Igni und nicht Irden, sondern Quen, ne? Scheiße. Nein, ich kann... Okay, ich brauche definitiv noch ein bisschen hier. Ah, nicht schon wieder. Na komm, Schluss jetzt. Okay, das war nicht elegant, aber hat trotzdem funktioniert, Gott sei Dank. Jetzt war ich gerade ganz kurz, war ich aus dem Konzept. Mist. So, müsste jetzt... Ah, da ist auch ihr Seglerkrams wieder frei. Wasservibe-Trophäe, Questgegenstand. Dann schneiden wir ihr mal ihren hässlichen Schädel von den Schultern. So, ach. Und dann hier durch. So. Natürlich, wir holen uns natürlich gleich die Belohnung ab, aber erstmal... Ach, hier kommen wir doch nicht durch, schade. Da hat sie quasi nur ihren Dekoplan aufgehangen. Ich weiß, wir müssen in die andere Richtung, aber ich wollte hier mal eigentlich gucken, ob hier noch was ist. Weil wir hier nicht lang gegangen sind. So, die guten Pilze. Also das gibt's ja gar nicht. Ach, so noch eine Dame von oben. Schön auf dem Gesicht stehen, das ist ganz gut. Und geht's hier noch irgendwo hin?
Ach so. Okay. So, schwimme er. Ah, und da hinten ist der Fujiyama. Leuchtturm. Ach, schön hier. Ich mag es hier einfach. Ich glaube, wir kommen jetzt da raus, wo wir vorhin war, also wo wir gelandet sind. Vorhin. Wo wir gelandet sind, ne? Das habe ich jetzt nicht gesehen, dass es da reingeht in die Höhle. Sonst wären wir da wahrscheinlich auch noch reingelatscht. Und ich habe das Gefühl, als würden die Wälder selbst mich rufen. Gerade mit einem leisen Psst. Ja, ich glaube, hier haben wir schon alles mitgenommen. Da hinten leuchtet noch irgendwas auf der Klippe. Aber wir wollen natürlich erstmal die Belohnung abholen. Hier haben wir eh schon alles abgesucht. Das und das magische Zeichen. Das brauchen wir gerade aber nicht. Sag mal. Ja, ja, Plötze hat auch gerade gegen Wasserweiber gekämpft. Ist doch klar. Deswegen kommt sie von da hinten. Lauf, Plötze. Da ist ein Leuchtfeuer auf der Klippe. So ein Signalfeuer. Sehr wahrscheinlich, damit Schiffe da nicht etwa reinfallen. Also reinfallen, auffahren natürlich. Reinfallen wäre auch schön. Die Musik ist so schön. Oh. Sie weckt so viele Sehnsüchte. Die Herren. Ich bin da schon wieder weg. Lohnt sich gar nicht, mich im Blick zu haben. Was war das? Ein riesiges Pferd. Ich muss mal ganz kurz gucken, was war denn das gerade? Das hat so komisch geklungen. So ist's gut. Ist es was Fliegendes oder ist es irgendwas Unterirdisches? Oder? Weil ich sehe hier nichts. Oha, Plätze. Ah, das sind die Banditen wieder, oder? Ich könnte schwören, ich habe irgendwelche Monster gehört. Naja, später. Wir haben noch alle Zeit der Welt, die Insel wieder und wieder zu säubern. Ich glaube... Na, die Banditen haben wir einmal umgeschnackst. Jetzt stolzieren sie hier rum, diese Festanhänger. Ich habe meine beste Stute geopfert. Langsam. Also komm, Plötze. Such dir mal den nächsten Trog. Seltsames Landschiff bauen wir da. Unten fast platt. Und nur 2 Fuß tief dran. Nach Jalmars Befehl. Er will damit die Yaruga aufsiedeln und Sorgen plündern. Die Yaruga ist ein klarer Fluss. Mag sein. Aber zuerst. Wo ist er denn? Ich glaube, da steht er und wartet. Da ist er. Mein Freund. Erledigt. Dies ist der Beweis. Was soll ich denn mit einem Meerteu... Was zur Hölle ist denn das? Ein Wasserfall. Alt und gerissen. Sie war das Problem. Ich habe in meinem Leben ja schon viel Geschmeiß gesehen. Muränen, 9 Augen, Blobfische. Aber sowas noch nie. Deine Belohnung. Wohlverdient, Hexer. Wohlverdient. Ich danke euch. Aber ich verdiene mehr. Ach was, komm. Danke. Bis dann. War ja abgemacht. Ich verdiene mehr. Mag stimmen, weil wir eigentlich nur gegen diese Viecher kämpfen sollten, aber egal, komm. Quest aktualisiert. Und Quest abgeschlossen. Woher weiß er denn... Naja, vielleicht sind wir auch hier bekannt. Der Junge will kämpfen, ich hole euch das Schwert raus. Ich habe sie in der Bucht gefunden, ausgenommen wie ein Hering. Die Krabben und Krebse hatten sich schon gut durchgetan. Wen denn? Alles nur, weil sie mit diesem Banditen rumgezogen ist. Wer denn? Du kanntest König. Ja, das war ein Freund. So, hier ist irgendwo eine Anschlagtafel. Da oben. Die gibt's hier auch. Flicke Netze. Die Leute von Art Skellig wissen, dass ich ein guter Fischer bin und es kein Netz gibt, das ich nicht flicken kann. Zum kleinen Preis gibt es Schwimmer und eine Angelschnur, die selbst bei einem schwangeren Wal nicht reißt. Ihr findet mich nach Einbruch der Dämmerung in meinem Haus, wenn ich vom Fischen heimkomme. Und wenn ihr nichts kaufen wollt, können wir zusammen immer noch Met trinken. Auftrag, das gestohlene Schwert. Olaf, Leiter der Wache von Kertrolde, gibt das folgende bekannt.
Jemand hat sich in die Rüstkammer der Ankreid geschlichen und das Schwert mit dem Namen Coolio gestohlen. Der feige Strolch, der dies tat, wurde gesehen, wie er das Dorf durch das Südtor verließ und auch das alte Fort zuhielt. Wer dabei hilft, das Schwert zurückzuerlangen, soll für seine Mühen belohnt werden. Und wer dem Dieb hilft, soll einen Tod finden, der dieses Verrats würdig ist. Auftrag Geist des Waldes. Krieger von Skellige. Wenn unter euch einer tapfer genug ist, dem Geist des Waldes entgegenzutreten, dem grausamen Unterdrücker der Einwohner Ferlunds, so wird er eine Belohnung erhalten, die für eine Menge Met langt. Wir sind wahrlich nicht reich, aber wir haben zusammengelegt und dabei ist ein hübsches Sümmchen herausgekommen. Kommt nach Ferlund und fragt nach dem schönen Sven. Auftrag Muir Deblen. Dich verlangt es nach Ruhm und Gold. Dein Schwert ist scharf und du fürchtest den Tod nicht. Dann komm zu Björk, dem Bootsbauer. Der hat Arbeit für dich. Es geht um die Muridebium, die ich nicht aussprechen kann, in der Bucht von Kertrolde. Sie müssen getötet werden, denn sie haben sich stark vermehrt und sind so wild geworden, dass man ihnen jedes Mal begegnet, wenn man den Hafen verlässt. Töte die Bestien und du sollst auf den Inseln berühmt werden. Und deine Börse soll schwer sein von Gold. Ja, das ist ja... Wow, meine Börse fliegt mir weg vor lauter Schwierigkeit. Gwindunterricht. Ich nehme Gwindschüler an. Nur Personen mit Disziplin, logischem Denkvermögen und Lernwillen. Besonders Talentierte sind hoch willkommen. Die Schüler müssen ihre eigenen Karten mitbringen. Außerdem suche ich erfahrene Spieler als Gegner und Herausforderung, damit wir unsere eigenen Fähigkeiten verbessern können. Mäussack, Druide. Faustkämpfe. Stark wie ein Seelöwe, schlüpfrig wie ein Aal und bereit gegen den Besten anzutreten. Komm zum Turnier und besiege den mächtigsten Faustkämpfer der Inseln. Valgard von Kertrolde, Einar von Farö und Grimm in Arinbjörn. Zaudere nicht, Ruhm und Ehre sind nur ein Faustkampf entfernt. Gut, neue Markierung kriegen wir auch. Was ist denn hier? Ach, ein was ist denn? Das ist ein Pferd, oder? Ich bin ein einfacher Mann. Ich will keinen Ärger. Was ist denn hier passiert, Freunde? Da ist eine Axt. Jemand hat das Pferd mit einer Axt übel zugerichtet, wenn möchte ich sagen. Die Familienklinge. Die was? Die wen? Okay, pass auf. Es wird Zeit. Wir haben ja noch... Ich düdel hier die ganze Zeit rum. Ich will mir natürlich das Dorf auch angucken. Aua. Also jemand hat Bran ermordet, wie es scheint. Wir dienen ihr, der Jungfrau, Mutter und Moon. Jemand hat Bran ermordet. Habe ich das richtig gehört? Eben knackte noch schwarze Schädel. Also die Schädel der Schwarzen. Was in diesem Falle übrigens nichts mit Rassismus zu tun hat. Ich weise gerne nochmal drauf hin. Und dann wurde einfach umgebracht. Aber von wem? Wer bringt denn einfach den König um? Das muss doch ein Meuchelmörder gewesen sein. Hey, Olaf! Friede, Kumpel! Auch dir, mein Freund, auch dir. Hey, Kaufmann! Hallo! Willst du was kaufen? Wird sich zeigen. Ich glaube, wir kennen uns schon. Wiedersehen. War ausgegraut, brauchte ich nicht mehr. Ich gehe trotzdem aber ganz kurz hier nach oben gucken. Boah, wie schön es hier einfach ist. Oh, das ist ein Traum. Oh. Ach, schön. Und Friseur gibt's hier auch. Na, ist ja traumhaft. Und hier hat man sich offenbar, das dürfte dann wohl die Burg sein, hier hat man sich offenbar in den Fels reingeschlagen. Auch sehr geil. Die beste Klinge ist nichts wert, wenn ein schwacher Arm sich... Bin gerade froh, dass wir nicht auf Plötze hier herumreiten. Sodass wir nicht zu schnell wieder weg sind. Guck mal, da geht irgendwie ein Seitenarm. Achso, das ist er, der da steht, eine Wache. Ganz ehrlich,
Die haben hier diesen prächtigen Durchgang geschaffen, um zur Burg zu kommen. Um zur Burg zu kommen, muss man also durch diesen Durchgang... ich hätte mir, statt so eine Wache hier hinzustellen, hätte ich hier überall noch Schießscharten reingemacht, durch die man nur von ganz hinten reinkommt, also aus der Burg reinkommt. Da kann man die Schießscharten hier besetzen und wenn dann Leute hier angreifen wollen, weißt du Bescheid. Da kommt hier keiner durch. Und vielleicht noch natürlich einen Geheimgang, um schlimmstenfalls alle in Sicherheit zu bringen. Oh, wie cool. Wir erweisen gerade dem König die letzte Ehre. Bran war ein großer Herrscher. Er verdient einen würdigen Nachfolger. Du hörst dich an, als hättest du schon jemanden im Auge. Dass Gellige keine Erbmonarchie besitzt, ist das größte Problem. Jeder Emporkömmling kann zum König gekrönt werden und das Vermächtnis seines Vorgängers zerstören. Der König der Inseln hat eher symbolischen Charakter. Und auch das sollte sich ändern. Wir brauchen heute einen starken Herrscher mit echten Machtbefugnissen. Darf man sie einfach so ansprechen? Ich weiß es gar nicht. Muss man erst vorgestellt werden? Was ist denn höflicher, sich vorstellen zu lassen oder einfach zu sagen, hey, ich bin Geralt. Ich sag mal, ich mach mal das Erste. Stellst du mich vor? Das ist mein Freund Geralt. Und das ist Birna, Witwe von Bran, des geliebten Verstorbenen. Die Königin Mutter. Sehr erfreut, dich kennenzulernen, Geralt. Bitte entschuldige, aber an einem Tag wie diesem kann ich nicht meiner Vorliebe für lange Gespräche frönen. Du hast also deine eigene Kleidung gewählt. Du weißt aber hoffentlich, dass wir zusammen wie Spitzenrüschen auf einer Streitaxt aussehen. Jeder hat seinen eigenen Stil. Mist, ich hätte die Kleidung noch wechseln sollen, aber ich weiß ja nicht, wo unser Zimmer ist. Ich mag keine Begräbnisse und keine Feiern. Ich weiß, halbrohes Fleisch und Teleportationen magst du auch nicht. Aber manchmal müssen wir alle die Zähne zusammenbeißen. Wir sollten uns unters Volk mischen, bevor alle betrunken sind. Dann sagt keiner mehr was Vernünftiges. Das stimmt. Ich weiß zwar nicht, was Krach will, aber wir sollten einen kühlen Kopf behalten, wenn wir ihn treffen. Ich trinke nichts. Warum sollte ich meinen Verstand in so einer angenehmen Gesellschaft vernehmen? Wirst du mir den ganzen Abend Komplimente machen? Nein, ich werde nur sagen, was ich denke. Ich hab dich im Blick. Außerdem ist es eigentlich ganz gut. Birna, der König ist tot, lang lebe der König. Außerdem ist es ganz gut, dass wir unsere eigenen Klamotten mithaben, finde ich, weil wir wollen da ja nicht als Politiker oder Offizieller auftreten, sondern wir sind ja schon... hier in einem Lande, wo Kriegerehre zählt und dann treten wir lieber auch als Krieger auf. So, verfluchte Wesen, Bestiarium ist vielleicht nicht ganz richtig. Vielleicht sollten wir eher bei Charaktere gucken. Birna. Es kann schwierig sein, als Herrscherin den Respekt von Rittern und Kriegern zu erlangen, die an Zügel der Macht in weiblichen Händen nicht gewöhnt sind. Es kommt erschwerend hinzu, wenn man so wie Birna, Witwe König Brans von Skellige, voller Verachtung für die eigenen Landsleute und deren Gebräuche ist. Auch wenn diese Einstellung angesichts der Tatsache einleuchten mag, dass die Gebräuche von Birna verlangt hätten, sich auf den Begräbnisscheiterhaufen ihres Gatten zu werfen. Gerechtfertigt oder nicht, Birnas Ansinnen, die uralten Traditionen von Skellige umzugestalten, brachte die Jarls gegen sie auf und schmälerte ihre Chancen, dass man sich einst als erfolgreiche, geachtete Herrscherin wie Kalante von Cintra oder Meve von Lyrien an sie erinnern würde. Birna wiederum machte keinen Hehl daraus, wie sehr der Brauch, einen Herrscher unter den Jarls zu wählen, sie anwiderte. Sie träumte von einer Erbdynastie, am besten begründet durch sie selbst und ihren Sohn, den jungen Swanrigge. Ob sie vielleicht? Weiß ich nicht. Ich stricke hier schon wieder irgendwelche Muster, wo ich mir denke, dass sie vielleicht in Lage wäre, ihren eigenen Gatten, der ja mit der Jüngeren das Bett geteilt hat. Sie selber ist ja von den Traditionen, in Anführungszeichen, Skelliges, nicht so erpicht, sage ich mal, nicht so erfreut. Und deswegen vielleicht
war sie ja diejenige welche. König Bran von Skellige lebte ein langes, ereignisreiches Leben. Als er schließlich spürte, dass er hinfällig wurde, ging er nur mit einem Messer bewaffnet in den Wald, um Bären zu jagen. Und so endete seine Herrschaft. Bran wird als ehrenhafter, respektierter König erinnert, auch wenn sich ehedem manche beschwerten, dass Bran lieber auf Beutefahrt ging, als sich um die Probleme der Inseln zu kümmern und dass er die Zunge seiner Frau zu schlecht im Zaum hielt. Einige sahen gar einen Zusammenhang und meinten, Bran ziehe die Schlachten auf dem Festland denen zu Hause eben vor. Okay, aber das widerlegt gerade mal das mit Birna, weil ich dachte nur, dass er ganz plötzlich und unerwartet verstorben sei, aber dann liest sich das gar nicht so unerwartet. Gut, ich speichere eben und dann folgen wir dem Hund hinein. Was? Was ist denn hier los? Und in die Burg kommen wir natürlich erst in der nächsten Folge. Ja, die Hunde sind schon längst da. Die Hunde machen dick Party natürlich auf dem Totenschmaus. Wir folgen in der nächsten Folge erst, wenn ich so aufs Chronometer gucke, dann wird es wieder Zeit. Und ich bin doch eigentlich ganz froh tatsächlich, dass wir nicht diesen Diplomaten, das Diplomaten-Outfit gewählt haben, sondern einfach ganz unverblümt in unserer Kriegerrüstung da rumlaufen. Weil warum sollten wir uns verkleiden in etwas, was wir nicht sind? Und ganz ehrlich, Yennefer hat uns ein bisschen spöttisch angeguckt. Also die ist manchmal schon und die ist natürlich auch sehr herrisch, das wissen wir ja. Und ich weiß, sie weiß nicht jedermann zu gefallen oder jeder Frau vor allen Dingen. Damen haben eine Ablehnung gegen Yennefer und sagen immer, oh, mach doch was mit Triss, mach doch was mit Triss. Ich halte mich aber in diesem Falle, halte ich mich einfach mal an die Romanvorlage. Und aus dem Roman ist Geralt eben in Yennefer unsterblich verliebt und vielleicht auch ein bisschen... Naja, es ist immer so ein bisschen, zwischen den beiden ist es immer so ein bisschen dieses, die werfen sich die Bälle mal zu und, naja, weißt du schon. Deswegen, wir lassen es mal drauf ankommen, mal gucken, was dabei rauskommt. Wenn es an mir ginge, ich persönlich hätte vielleicht auch andere Präferenzen, aber ich bin ja auch nicht Geralt. Dazu muss ich meine Haare erst tragen. Entschuldigung, das war vermessen, es tut mir leid. Auf jeden Fall, in der nächsten Folge betreten wir die Burg und dann geht's weiter. Und ich bin gespannt, wer jetzt der neue König werden soll, weil wenn die Königin Mutter ihren Sohn, aber der hat ein Anrecht auf den Thron. Das heißt, schauen wir mal, wer der neue wird und ob das eine gute Wahl ist. Naja, vor allem gilt es natürlich, die Schlacht gegen den Schwarzen aufrechtzuerhalten. Glaube ich, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass es Frieden geben wird, wenn, weil ich glaube, die Schwarzen würden ja auch noch einfallen oder irgendwas. Naja, jedenfalls in der nächsten Folge erstmal der Totenschmaus. Bis dann, vielen Dank fürs Zuschauen und guten Appetit. Gehabt euch wohl.